Und dann schleim ich dann willkommen zu einem kleinen Mikrofontest-Video. Das Ganze hier ist gerade die Qualität meines neuen Mikrofons des Rode Procasters in unbearbeiteter Form. Ich habe mir das Ganze vor einigen Tagen mal zugelegt und das Ganze ist jetzt angeschlossen an ein Audio-Interface und zwar an das Euphora UMC22 von Behringer. Das Ganze habe ich mir vor allem gekauft, weil das ziemlich heruntergesetzt war auf Thomann.de. Normalerweise kostet das gute Audio-Interface nämlich ungefähr 120 Euro. Ich habe es für ungefähr 40 Euro gekriegt. Aber genug vom Audio-Interface, ich will ja jetzt erstmal auf das Mikrofon ein bisschen eingehen. Das Ganze hier ist kein Kondensatormikrofon wie mein altes Mikrofon, was ich auch gleich nochmal hier abspielen werde, sondern ist jetzt ein dynamisches Mikrofon. Das heißt, ich kann auf jeden Fall deutlich näher rangehen, ohne dass es übersteuert. Und außerdem hat das ganze gute Teil hier einen eingebauten Popschutz. Das heißt, ich brauche kein fettes Teil mehr in meiner Fresse und deswegen kann ich auch näher rangehen. Außerdem, weil es ein dynamisches Mikrofon ist, wird nicht mehr so viel von diesem Hintergrundhall hier aufgenommen. Was ihr wahrscheinlich auch gleich nochmal hört, wenn ich nochmal das alte Mikrofon anschließe. Und ich würde mal sagen, das mache ich auch einfach mal. Zum Vergleich ist nochmal mein altes Mikrofon, das T-Bone SC440 USB. Zum Vergleich ist hier nochmal die unbearbeitete Fassung meines alten Mikrofons. Das Ganze hat auf jeden Fall ein relativ lautes Hintergrundrauschen und man hört auch so ein leichtes Echo. Das liegt daran, dass einfach mein Zimmer relativ groß ist und das Teil hier einfach alles ungefähr aufnimmt und deswegen auch dieses ganze Echo, was im Prinzip man die ganze Zeit im Hintergrund hört, weil ich vor allem, wenn ich lauter rede, dieses Echo in meinem Zimmer produziere. Und das Ganze ist natürlich nicht allzu cool. Das andere, das Rode Procaster, ist deswegen, weil es ein dynamisches Mikrofon ist, nimmt es sozusagen nur das auf, was direkt vor dem Mikrofon abgespielt wird, was wirklich eine gute Sache ist für Let's Player. Außerdem brauche ich dafür keinen Popschutz und kann es deswegen direkt in meine Fresse hauen und deswegen, ist das irgendwie ein bisschen praktischer, weil wenn ich es direkt in meiner Fresse habe, dieses Mikrofon hier, dann kann ich im Prinzip nichts mehr sehen. Am Schluss hört ihr jetzt nochmal eine kleine Sequenz meines Rode Procasters, wenn ich das Ganze noch ein bisschen mit ein paar Effekten nachbearbeite, sprich einfach einen kleinen Dynamikkompressor drüber hauen und einen Equalizer mache und zusätzlich spiele ich noch ein bisschen mit dem Bass und den Höhen rum. Und jetzt nochmal das Mikrofon in der bearbeiteten Variante. Ich finde das Ganze klingt doch nochmal ein ganz schönes Stück besser als in der unbearbeiteten Variante, einfach aus dem Grund, dass das Ganze doch nochmal ein ganzes Stück natürlicher und irgendwie auch ein bisschen offener klingt. Und ich würde mal sagen, ich glaube, das finde ich auch so ziemlich das Beste, was ich überhaupt so im Moment hinbekommen kann. Also mir gefällt das auf jeden Fall sehr gut, aber das ist natürlich jetzt nur meine Meinung. Ich würde mich da natürlich auch sehr für eure Meinung interessieren. Deswegen schreibt mir gerne einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Findet ihr die unbearbeitete, die bearbeitete Variante dieses Mikrofons besser? Oder findet ihr sogar mein altes Mikrofon am besten? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich würde mal sagen, das war's auch schon mit diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video am Sonntag wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.